Mahlzeit. Die Beißattacke von Urotorjäger Luis Suárez ist natürlich heute in aller Munde. Wir wollen uns aber nicht der zentralen Frage widmen, ob die Schulter des italienischen Verteidigers tatsächlich al dente war. Wir garantieren wie immer Minderheitenschutz. Deshalb, liebe Vampire unter uns, meldet euch, zeigt euch, outet euch. Der Fall Suárez hat gezeigt, dass auch Blutsauger entgegen der seit Graf Dracula gültigen Lehre unter Sonneneinstrahlung ein gutes Lebensgefühl besitzen können. Die Italiener sitzen natürlich heute im dunklen Keller und trauern vor sich hin. Das nutzt aber alles nichts. Schade, der Schiedsrichter bei der roten Karte gegen Marchisio, da hat er wahrscheinlich einen kleinen Sehfehler gehabt. Nachher bei der Suárez-Attacke hat er eine Augenklappe auf. Stichwort Schiedsrichter, neben mir sitzt Hans-Ludwig Meyer, Präsident des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes. Luden, haben wir in Schleswig-Holstein auch schon mal eine Beißattacke im Fußball gehabt? Und zweite Frage gleich hinten dran, sind das alles vollblinde Schiedsrichter in Brasilien? Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir eine solche Attacke auf dem Sportplatz gehabt haben. Ich glaube, der Suárez hat wohl auch euren Beitrag am gestrigen Tag gesehen und hat den leeren Teller gesehen. Und dann hat er wohl entsprechenden Hunger fabriziert. Anders kann ich mir das eigentlich nicht erklären. Ja, die Frage ist zu den Schiedsrichtern. Ich denke, wir haben solche und solche Schiedsrichter gehabt, aber es sind Entscheidungen gefällt worden, die Spiele eigentlich verfälscht haben. Und ich glaube, mehr denn je ist das Thema des Videobeweises in einem Fußballspiel für mich ein Thema. Und gestern beim der Bekanntgabe des Bundesliga-Spieltages, des Spielplanes, hat der Andreas Rettich ja durchaus zum Ausdruck gebracht, dass das ein Thema ist. Entscheidend ist natürlich, dass die IFAB, das ist die International Football Association, diese Dinge genehmigen muss. Die hat beispielsweise auch genehmigt den Videobeweis bei der Torkamera. Ist zwar wenige Male zum Tragen gekommen, aber ich denke, das war sehr hilfreich. Man muss deutlicher auch sagen, bei den Spielen 5% sind vielleicht die Torentscheidungen, 95% sind für mich andere Entscheidungen, wie gestern die Beißattacke oder wie beispielsweise das Foul, wo er die rote Karte gezückt hat. Das war nun wirklich ein Allerweltsfoul, da muss man einfach nicht eine rote Karte ziehen. Auf der anderen Seite muss man auch wissen, es gibt Schiedsrichter aus großen Verbänden, die an jedem Wochenende vor über 50.000 bis zu 100.000 Zuschauern pfeifen. Und es gibt eben Schiedsrichter, die kommen aus Entwicklungsländern, die natürlich das gleiche Recht haben, auch eingesetzt zu werden. Und die haben nicht diese Erfahrungssätze. Und das macht nachdenklich. Und ich bin ein großer Verfechter dieses Videobeweises, weil ich glaube, im Profifußball, nicht in der Schleswig-Holstein-Liga, da wird es so schnell nicht kommen. Aber wird das absolut ein Thema sein müssen. Eishockey und andere Sportarten machen uns das sehr deutlich vor. Jetzt ist ja die Forderung laut geworden nach Profi-Schiedsrichtern. Stehst du hinter dieser Möglichkeit oder sagst du, nee, das bringt auch nichts? Also wir haben es gerade im DFB verhindert, indem wir dort eine Clusterung gemacht haben in den Amateurbereich und in den Profibereich. Eigentlich ähnlich wie bei Spielern, die werden groß in den kleinen Verein und gehen dann irgendwann in den Profibereich. Und das ist für mich der richtige Bereich. Ich bin ein Gegner von Profischiedsrichtern. Ich glaube einfach, gut ausgebildete Schiedsrichter, versehen mit technischen Hilfsmitteln, das wäre für mich der richtige Weg und wird auch die Zukunft so zeigen. Ein manuelles Hilfsmittel bei dieser WM ist ja dieser Rasierschaum, der auf den Rasen gesprüht wird und zur Begrenzung und Kennzeichnung der Freistoßmarkierung. Ja. Das wäre ja möglicherweise eine Sache, die man auch im schleswig-holsteinischen Fußball einsetzen könnte. Also ich weiß nicht so recht. Das kommt natürlich gut an auf dem Fernsehbildschirm, wenn die weiße Linie auf dem grünen Rasen dort ist und erklärt das ein bisschen. Ich hätte da noch einen Vorschlag zu machen, würde dann noch zwei Farbenkomponenten wählen, nämlich einmal für den direkten Freistoß, da würde ich rot nehmen und für den indirekten würde ich weiß nehmen. Das macht dann noch klar. Sehe ich überhaupt keine Einsatzmöglichkeiten im Amateurbereich. Ich glaube, jetzt selbstbezogen auf den Holsteinplatz, ich wüsste gar nicht, was Herr Rumpf da, der diesen Rasen da bearbeitet, dann immer nach jedem Spiel zu tun hat. Und zweitens muss man ja auch mal überlegen, in Brasilien gibt es ja nicht nur die Probleme mit der Abholzung des
Urwaldes, sondern ich denke mal durch diesen CO2-Verbrauch bei diesem Schaum, denke ich, ist das auch sehr umweltfeindlich. Ist natürlich völlig richtig, man muss sich das mal vorstellen, der Schiedsrichter im Schleswig-Holstein Amateurfußball hätte seine Sprühdose vergessen, müsste also dann in die nahegelegene Vereinskneipe gehen und sich Sprühsahne als Ersatz holen, das wollen wir ja alles gar nicht. Luden, ich sag schönen Dank für das nette Gespräch. Mhm. In diesem Sinne, bis morgen 15 Uhr und denk dran, immer schön tranquilo bleiben.